Ja, dann begrüße ich ganz herzlich den Thomas Gelf, meinen Kollegen, auch von Netways, zum Vortrag von Puppet, der eben die Grundlagen von Puppet uns allen ein bisschen näher bringt. Und dann im nächsten Vortrag ist ja nochmal Puppet dran mit noch weitergehenden Themen. Schön. Danke, Peter. Schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Ich habe hier ganz zusammengestaucht eine Übersicht über unseren Vortrag. Ich möchte eine kurze Einführung in Puppet geben, zeigen, wie man das Ding berührt, was man damit machen kann, was man anstellen kann. Versuche das möglichst kurz und würzig zu machen. Und der Vortrag soll vor allem dann Lust auf mehr machen. Ganz kurz was über mich. Bin 30 Jahre alt, bin italienischer Staatsbürger deutscher Muttersprache oder Südtiroler, wenn man bei uns sagt. Ja, und zum Titel, zuallererst ich, Südtiroler würde natürlich sagen, der Esel voraus. Ich bin mittlerweile bei Netways gelandet, Senior Consultant, mir gefällt es sehr gut da. Was mir fehlt, sind natürlich die Skipisten, aber sonst ist es eine recht nette Gegend, bin leider selten in Nürnberg. Zu meinem Hintergrund, jetzt hört man immer? Entschuldigung. Zu meinem technischen Hintergrund ganz kurz, ich habe im Netzwerkbereich gearbeitet, also richtig intensiv, Cisco Backbones und so weiter, Systemplattformen, alles mögliche, Mail, Hosting, VoIP für einen SIP-Carrier und mein Job war eigentlich alles mögliche, vom selber rumlaufen bis mir ein bisschen ausdenken, wie das Ding laufen soll und habe selber ziemlich was an Code geschrieben. Mit Puppets habe ich auch schon mal zu tun gehabt. Admin-Magazin, das letzte, vom Ende des letzten Jahres, habe ich einen Artikel zu Puppet verfasst, eigentlich recht ausführlich, kann ich ruhigen Gewissens empfehlen, den gibt es online noch, weil es eröffnet hat, und bin teilweise, wenn es die Zeit erlaubt, auch in den Trainings, die Netways anbietet, dabei. Wobei, womit ich schon bei der nächsten Folie wäre, Netways ist offizieller Schulungspartner von Puppet Labs, wir veranstalten immer wieder Puppet-Schulungen. Den nächsten Termin haben wir in Kürze, 24. und 26. Mai. Wenn jemand noch kommen möchte, schnell anmelden. Und hier werden noch eventuell die weiteren Termine. So, jetzt aber zu Puppet. Puppet ist ein Werkzeug fürs Konfigurationsmanagement. Ich persönlich finde Puppet auch eine recht gute Anregung zum Reflektieren der eigenen Vorgänge und Arbeitsweise. Wir werden uns sehen, wenn wir nachher sehen, wie man das Ding berührt und dann versuchen, unsere eigene Plattform in sich in das reinzudenken, dann, ja, spätestens wenn man versucht, das umzusetzen, fällt einem so einiges auf, was man besser machen könnte und so weiter. Vor allem die Frage, die ich als nächstes habe, alle Systeme sind gleich, ist meistens per Definition so, aber in der Praxis sieht man dann doch immer wieder einige Systeme, die gleicher sind als andere. Und ja, unser Puppet möchte eigentlich unterm Strich eine Abstraktionsschicht zwischen dem Administrator und seinen Systemen sein. Wie das ausschaut, sehen wir noch. Konfigurationsmanagement. Also wenn ich jetzt die Wikipedia frage, dann ist das eine Management-Disziplin. Ich habe mit beiden Begriffen so meine Schwierigkeit mit Disziplin immer schon gehabt. Es gibt da sehr viele Begriffe von Konfigurationsmanagement, Organisation bis zur Überwachung und so weiter, KA, keine Ahnung. Ich möchte aber natürlich einen Kickstart-Vortrag machen und das darf sich gerne jeder selber nachlesen. Das Schöne an Puppet ist, im Vergleich mit anderen Systemen, ich kann wirklich auspacken, loslegen. Ich habe, ohne jetzt mich groß vorbereiten zu müssen, richtig schnell schöne erste Erfolge. Bevor ich dann aber anfange, das Ding natürlich auf meine 1000 Server loszulassen, sollte man dann vielleicht doch ein bisschen noch überlegen, wie ich das strukturieren möchte, wie ich das einteile. Und vor allem ganz, ganz wichtig, wofür möchte ich Puppet nutzen und was fällt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich? Wir haben jede Menge andere Werkzeuge, mit denen wir heute schon arbeiten. Wir haben eine Paketverwaltung. Wir werden immer wieder mal irgendwas antreffen, das sich mit Puppet überschneidet. Wer kümmert sich darum zu bestimmen, welche Version irgendwo läuft? Will ich wirklich mit Puppet mein ganzes Paketmanagement nachbauen oder überlasse das dem System und gebe mit dem Puppet nur entsprechend richtige Hinweise? So, aber bevor wir uns wirklich hinsetzen und planen und zeichnen, würde ich wirklich jedem empfehlen, einfach
das Ding anfassen, um das kennenzulernen, rumspielen, ausprobieren. Das ist der Grund, warum kleine Kinder am schnellsten lernen. Die haben einfach nicht Angst, was kaputt zu machen. Puppet wurde anfangs vor allem von Luke Kenny entwickelt. Mittlerweile ist das Projekt ziemlich groß geworden. Puppet Labs steht dahinter und ist eigentlich das Unternehmen, das die ganze Entwicklung steuert, leitet und da entsprechend kommerziellen Support und auch eine kommerzielle Plattform anbietet. Trotzdem, die Software ist unter GPL verfügbar und ist in Ruby geschrieben. Der Mitbewerb also im Bereich der Konfigurationsmanagement-Tools, hier gibt es zu nennen das BCFG2, CFEngine, Chef ist ziemlich Puppet-ähnlich, wobei dort dann mehr mit Ruby arbeiten darf oder muss, das ist Ansichtssache. Ich könnte da genauso SSH und Vorschleifen, Cluster SSH, irgendwas benutzen. Jeder hat so seine eigene Toolsammlung irgendwann mal geschrieben oder versucht zu schreiben oder immer noch in Planung. Puppet möchte natürlich die beste Alternative zu dem allen sein. Wenn ich Puppet dann wirklich mal eingeführt habe, ist das Schöne dran, meine sämtliche Vorgänge zum Deployment von einem Server, um Änderungen durchzuführen und so weiter, sind wirklich, wenn wir nachher sehen warum, reproduzierbar. Ich habe wirklich eine Konsistenz in meiner Konfiguration, in der Konfiguration meiner Systeme. Der Einstieg in Puppet ist sehr einfach, sehe auch als Vorteil, und Puppet, dadurch, dass es in Ruby geschrieben ist sehr portabel. Ich kann es unter Linux, Solaris, BSD, MacOS, ganz egal, benutzen. Warum ist Puppet anders als andere Konfigurationsmanagementsysteme? Im Vordergrund stehen bei Puppet vor allem die Abhängigkeiten zwischen den zu konfigurierenden Komponenten. Die Details der eigentlichen Konfiguration versucht Puppet in den Hintergrund zu schieben. Und um das alles umzusetzen, benutzen wir eine deklarative Sprache. Mit Puppet beschreiben wir, in welchem Zustand wir ein System haben möchten. Ich sage dem System nicht, installiere mir den SSH-Dämon, sondern ich teile dem System mit, auf System X muss der SSH-Dämon installiert sein. Wie das passieren soll, wann und ob das überhaupt passieren muss, ob er nicht eventuell sogar schon drauf ist, um das kümmert sich Puppet. Das ist, darum muss ich mich gar nicht mehr kümmern. So, als Italiener haben wir von unserem Besten gelernt. Im echten Leben ist es genauso. Wenn man wirklich Erfolg haben will und alles unter Kontrolle, benötigt man Facts, Puppets, Marionetten. Unser Herr Berlusconi macht das mit dem ganzen Parlament. Die hat er richtig schön im Griff. Wenn es mal knapp wird vor einer Vertrauensabstimmung, dann werden die Facts benutzt und das passt dann trotzdem. Und natürlich Ruby. So, ich weiß nicht, ob ihm wirklich Ruby für seinen Erfolg von Vorteil war. Ruby ist ja der Teil im Puppet, den einige mit gemischten Filmen betrachten. Es gibt Leute, die lieben Ruby und andere, die stehen dem skeptisch gegenüber. Aber jedenfalls, das Ding funktioniert und man hat eine schöne Software am Ende. Und Berlusconi hat seinen Prozessauftakt nach 5 Minuten ebenfalls schon wieder verschoben. Genau. Ja, ich möchte jetzt gleich wirklich praktisch loslegen. Ein erstes Werkzeug zeigen, Relsh. Wir werden nachher noch sehen, wie das zu dem Namen kommt. Mittlerweile nennt sich das Ding Puppet Resource. Wir werden auch sehen, warum sich das jetzt anders nennt. Und ich möchte einfach mal da ein paar praktische Beispiele zeigen. So, Entschuldigung, da fehlt mir was. So. Noch die Maus. Das Einfachste, wenn ich Relsh einfach mal aufrufe, dann kommt eine Fehlermeldung. Er meldet, er benötigt irgendeinen Typ, den er anzeigen kann. Was Typen sind, sehen wir nachher noch. Den Typ, den ich jetzt mal als Beispiel benutzen möchte, wäre ein User. Und ich gebe schon mal den Username mit. Relsh liefert mir Informationen über den User Root auf diesem System. Wenn irgendein User benutzt, den es gar nicht gibt, dann hat er ebenfalls Informationen, der ist aber abwesend. So, genau dasselbe kann ich, und das sollte man heute machen, nicht Relsh schreiben, sondern Puppet Resource.
vergebe mich dasselbe, User root, und habe entsprechende Infos. Ich sehe alles, was dieser Ressource-Typ mir über den User root mitzuteilen hat. Wenn wir jetzt irgendeinen Test-User abfragen, dann es antwortet ganz brav, aber sagt, nee, das Ding gibt's nicht. Ich möchte ihn aber haben, dann könnt ihr sagen, der soll present, also anwesend sein, und ihr könnt sämtliche Parameter, die ihr hier habt, mit angeben. Zum Beispiel könnt ihr sagen, der soll eine Shell haben und diese Shell soll bash sein. Puppet denkt kurz nach und meldet mir, ihr halt eine Notice. Wir werden beim fertigen System das dann so haben, dass sämtliche Notices, die irgendwo auf einem Client basieren, im Serverlog landen, also kann ich die zentral betrachten. Und der User ist erstellt worden. Wenn ich jetzt nochmals abfrage, dann habe ich einen vollständigen User. Die Informationen, die gefehlt haben, hat er durch Standardinfos, also Standardvorgaben ersetzt. Ihr habt das Home-Verzeichnis, ihr habt eine UID erhalten, kein Kennwort und eine Gruppe. So, wenn ich den User wieder loswerden möchte, ensure gleich absent. Ja, wir haben vorher gesehen, der war abwesend. Ich setze den wieder auf abwesend. Was macht Puppet? Löscht meinen User. Ja, ich habe jetzt vergessen, in der etc/passwd zu zeigen, dass es wirklich passiert ist, aber ihr könnt es mir glauben, der User war jetzt wirklich auf dem System angelegt. Wie das Anlegen eines Users auf einem System passiert oder nicht, interessiert uns nicht. Ja, das sieht auf einem BSD nicht ganz so aus wie auf Linux. Darum kümmert sich diese Ressource, die Implementierung dieser Ressource auf dem jeweiligen System. So, dann mal ganz kurz den Befehl, den wir aufgerufen haben, Relsh und Puppet Resource. Das ist historisch beginnt. Ich habe hier kurz aufgelistet, Puppet hat bis zur Version 0.2.5 x verschiedene Binaries gehabt und hat dann der Git oder welche auch immer Philosophie folgend ein einziges Binary genutzt und mittels Parameter unterscheidet dann, was sie eigentlich aufrufen möchte. Wichtig dabei, es hat sich auch die Bezeichnung der einzelnen Daemons geändert. Ich habe vorhin einen Master Daemon gehabt und habe jetzt einen Puppet Master und vorher der Puppet D, dann ist jetzt Puppet Agent. Das war vor allem auf dem Client verwirrend, weil der Client sich Puppet D genannt hat. Jetzt habe ich einen Master und einen Agent, das ist ein bisschen offensichtlicher und natürlich wurden auch die Konfigurationsdateien entsprechend verändert. Ich würde empfehlen, grundsätzlich mit der 2.6 zu starten. Da hat sich einfach wahnsinnig viel geändert. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Ich bin viel flexibler im Erstellen meiner ganzen Konstrukte und Definitionen. Grundsätzlich gilt, ältere Clients laufen mit dem neueren Server und umgekehrt gilt das nicht immer. Also bei einem Upgrade bitte immer den Server zuerst upgraden. Und natürlich, bevor ihr das in einem System mit tausenden von Clients macht, vielleicht zuerst irgendwo testen, ob dann wirklich mit jedem Typ Client alles funktioniert. Falls die Distribution nicht ein entsprechend aktuelles Puppets in den Repositories hat, viele haben noch 0.2.4, 0.2.5, dann könnte man Puppet auch als RubyGem installieren. Ja, reicht. Mal zwei Komponenten, drei, eines Puppet-Ökosystems. Ich habe eine Bibliothek voll mit Rezepten. Diese Rezepte wissen darüber Bescheid, wie man irgendeine Aktion umsetzt, wie man irgendeine Ressource auf ein System anwenden kann. Und darauf aufbauend lege ich mit dieser vorhin erwähnten deklarativen Sprache dann fest, was ich eigentlich möchte. Im Normalfall finde ich für so ziemlich alles, was ich benötige, fertige Rezepte. Wenn nicht, kann ich die selber schreiben. Und natürlich besteht Puppet aus kleinen Serverkomponenten, zu dem kommen wir noch. Puppet besteht, anders bedachtet, aus drei Schichten. Ich habe ganz oben diese Konfigurationssprache, mit der ich dann meine Konfiguration beschreiben kann. Die Transaktionsschicht, die sich darum kümmert, einfach alles dorthin zu spielen, wo das hin soll. Und dann die eigentliche Schicht zur Abstrahierung der Ressourcen. Und das Ding nennt sich Resource Abstraction Layer und daher haben wir den Namen Relsh. Und das ist die Resource Abstraction Layer Shell, wenn ich mich nicht ganz irre jetzt. So, die Client-Server-Architektur, das funktioniert so, der Client verbindet sich bei SSL mit dem Master, hatte darin früher XML-RPC-Request, mittlerweile REST. Der Master verpackt die Konfiguration für den Client, übermittelt ihm diese, der Client
vergleicht dieses Päckchen, das er hält, mit seinem Status quo. Er kümmert sich darum, abzugleichen, ist der User wirklich noch da, und korrigiert eventuelle Abweichungen. Das ist extrem wichtig, denn wenn der Master sich merken würde, was auf dem Client passiert ist, in der Zwischenzeit jemand auf dem Client aber manuell eine Änderung macht, dann würde es nicht mehr passen. Der Master geht von dem Zustand des Clients aus, der nicht korrekt ist. Wenn hingegen der Client diese Arbeit übernimmt, dann kann ich mich darauf verlassen, dass auch wenn eine manuelle Änderung passiert, das nachher wieder hingebogen wird. Ja. Wenn ich Puppet so konfiguriere wie vorhin, dass der mir einen User erstellen soll und jemand löscht diesen User, wird er beim nächsten Puppet-Lauf automatisch wieder erstellt. Die Konfiguration selbst könnte man in LDAP oder in SQL-Datenbanken ablegen, aber am attraktivsten sind sicher klassische Textdateien, aus dem ganz einfachen Grund, ich kann die Dinger dann einem Versionskontrollsystem übergeben. Also ich habe dann sämtliche Änderungen an meinen Plattformen, historisch nachvollziehbar, ich sehe, wer wann was geändert hat, wenn ich das mit entsprechenden Berechtigungen mache, und vor allem, ich könnte auch, wenn eine Konfiguration fehlschlägt, einfach ein Rollback mit meiner VCS machen und das wieder rausspielen. Puppet kann aber nicht mit irgendeinem VCS direkt umgehen. Das ist dem komplett egal. Puppets Job ist, die Konfiguration zu verteilen. Aber ich kann ihm die einfach aus dem Konfigurationssystem liefern. Ich habe wunderbare Systeme, die das können. Ich exportiere die Konfiguration in den Puppet-Ordner, und wenn ich einen Export gemacht habe, wird er verteilt. So, noch was. Das probieren wir dann auch gleich durch. Fakten. Money. In Italien. Die Factor ist ein Standalone-Tool, Puppet wird von Puppet intensiv benutzt, kann ich aber komplett losgelöst von Puppet benutzen. Das ist eine Ruby-Bibliothek, die mir Systeminformationen liefert. Das bedeutet folgendes: Wenn ich zum Beispiel Factor FQDN, mein Full Qualified Domain Name, aufrufe, dann habe ich meinen vollen Namen, ich habe meinen Hostname oder meine IP-Adresse. Ja, okay, ich bin offline hier. So, ich könnte Factor auch ohne Parameter aufrufen. Und ich sehe dann, ich habe hier meine Architektur, Domäne, Hardware-Model und. Ich sehe da drin meine SSH-Keys, MAC-Adresse. Und ich könnte, wenn mir das nicht reicht, eigene Facts implementieren. Sprich, wenn es irgendeine Information gibt, die mir hier fehlt, muss ich in Ruby so eine kleine Erweiterung für Factor schreiben und kann das mit Puppet dann wieder rausspielen, um es zu benutzen. Was mich gestört hat, das habe ich in meinem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, noch geschrieben, IPv6-Adressen waren in den Facts nicht drin, ich habe es nochmal nachkontrolliert, im Master ist es mittlerweile drin, also das ist unterwegs, das kommt. Wer es dringend benötigt, kann es sich rausholen. Wenn es komplett egal ist, kann es ignorieren. Die Objekte, die ich verwalten kann, nennen sich Ressourcen. Und diese Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, sind in Puppet in Gruppen organisiert. Und hier sprechen wir in Puppet von einem Type, von einem Typ. Und wir werden auch noch sehen, es gibt die Nativen, die ich könnte euch eigene machen. Und deshalb hat Ralph vorhin auf Kommandozeile den Fehler gemeldet. Ich muss einen Type mitgeben, um das überhaupt aufzurufen zu können. Und die Konfigurationen und Code-Schnipsel nennen sich dann Manifest. Manifeste im Sinne von, das ist Formulierung nicht von mir, von der Ladungsliste eines Schiffes. Ja, da ist festgelegt, was soll auf dem Schiff alles drauf sein. Auf der Liste steht nicht, der Hans muss noch einen Sack Mehl hochtragen, sondern da steht, auf dem Schiff müssen 5 Säcke Mehl sein. Und so ähnlich tickt Puppet. Ja, wieso soll Manifest aussehen? Auf jeden Fall sehr hübsch. Es gibt Syntax-Highlighting-Module mittlerweile für wem und sicher auch andere. Wie man das gestalten lässt, uns Puppet ziemlich frei. Es ist aber eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe jetzt mal hier 2 Wiki-Links aufgeführt. Es gibt, das Wiki von Puppet ist sehr umfangreich. Vorm Loslegen einfach mal durchlesen. Da erhält man schon eine recht gute Ahnung, wie man sich dann die ganze Konfiguration aufbauen könnte. Und findet gute Beispiele und so weiter. Noch ein Tipp. Das werden wir nicht mal praktisch ausprobieren heute, alles in Module zu packen nachher. Zu dem kommen wir noch. Und ihr könnt auch fertige Beispiele suchen, auf Forge, Puppet Labs und so weiter, oder einfach mit Freund Google, wenn es mein Freund ist, kann ich fertige Module, Bibliotheken und so weiter mir suchen. So, jetzt mal ein vollständiges, kleines Mini-Manifest.
um es nicht alles Step by Step erarbeiten zu müssen. Ich denke, mit dem Beispiel können wir aber sehr gut ein paar Möglichkeiten zeigen, die man mit Puppet hat. Zum Beispiel, ich habe hier eine Klasse definiert. Eine Klasse in Puppet ist nichts anderes als ein Container für meine Ressourcen und habe drin eine Case-Anweisung abhängig von einer Variable. Alles mit dem Dollarzeichen vorne ist in dieser Beschreibungssprache eine Variable. Ich kann auf sämtliche Informationen, die Factor mir liefert, mit einem Variablen nochmal zugreifen. Also ich habe Operating System nirgends definiert. Dieses Dollar Operating System ist eines der Facts, die ich vorhin in meiner Liste gesehen habe. Und dann könnte ich abhängig vom Betriebssystem dann festlegen, zum Beispiel, ich habe hier das Problem für mein Manifest, für meine Hosting-Umgebung, dass ich die Pakete für Apache und PHP überall unterschiedlich nennen. Ich habe da zwei kleine Fehler drin, aber das Konzept bleibt dasselbe. Ich definiere eine eigene Variable mit meinen HTTPD-Packages und habe für jede Distro in dem Array dann festgelegt, welche Pakete ich hier drin habe. Den Befehl Package irgendwas ensure installed können wir nachher noch manuell ausprobieren. Das entspricht genau demselben wie vorhin der User. Ja, also wir hatten eine Resource-Type-User im Beispiel. Hier haben wir einen Resource-Type-Package und einen Resource-Type-Service. Ja, einen Dienst, der laufen muss oder nicht darf und so weiter. Ich möchte also, dass diese Pakete installiert sind und habe einen Service-Web-Server, der sich aber abhängig vom Operating-System unterscheidet. Denn Red Hat, das ist nicht ganz korrekt, ich habe vorhin Fedora hier, Red Hat, es gibt beides. Ich muss natürlich beides definieren, wenn ich beides habe. Hier habe ich einen HTTPD, der laufen muss. Unter dem ist Apache 2. Und die Tatsache, dass der laufen muss, mache ich mit Ensure Running. Ich kann auch festlegen, das Ding muss gestoppt sein. Und ganz am Ende dann habe ich für einen bestimmten Client, für einen Node definiert, dass dieser Client die Klasse Hosting einbindet. Und so kann ich dann verschiedene Klassen anlegen und je nach Client, Client-Gruppen, ganz egal wie ich mir das organisiere, unterschiedliche Klassen einbinden. Jeder Rechner, den ich hier, für den ich das Hosting einbinde, erhält Apache und PHP in diesem Beispiel draufgespielt. Machen wir kurz zwei Beispiele. Also erstens, wir haben gesehen, als Resource-Tipp Package. Ne, ihr könnt hier wirklich sowas an Ralsch mitgeben. Ihr könnt auch was anderes machen. Ich kann mir schon ein erstes kleines File erstellen. Ich habe mir was vorbereitet. Entschuldigung. Okay. Bin so langsam mit der Maus. Sorry. So, ich schreibe jetzt einfach in die Datei testscreen.pp package screen ensure installed. Wir haben vorhin gesehen, mit Relsh auf Kommandozeile habe ich einfach schreiben können, ensure ist gleich installed. Wenn ich mit Relsh was anzeigen lassen habe, dann war das genau dieses Format, also der Ressource-Typ, Name dafür und dann die ganzen Eigenschaften. Also ich habe sowas hier reingeschrieben. Und so ein File könnte ich mit Puppet einfach ausführen. Verbose, dann sehen wir, was passiert. Er hat diese Konfiguration angewendet und fertig. Es ist eigentlich gar nichts passiert, denn ich habe Screen schon drauf gehabt. Wir probieren das nachher mit einem Paket, das wir runter und drauf werfen wieder. Ihr könnt aber Screen genauso rauswerfen. Und sag, ich möchte das abwesend haben. Mit Relsh könnt ihr mal anschauen, oder Puppet Resource, Package. Ja, das ist installiert in einer bestimmten Version. Ihr könnt das mit Debian überprüfen. Schaut das hässlich aus, aber es stimmt überein. So, wenn ich jetzt wieder mein File ausführe, wenden Sie die Konfiguration an. Und hat das Paket rausgeschmissen.
Das Paket ist abwesend. Ich habe aber, wie ich hier sehe, noch die Konfigurationsdateien rumliegen. Babbit hat auch die Möglichkeit, nicht nur Absend, sondern auch Birched als Status zu empfangen. Und dann löscht er nicht nur die Software, sondern sämtliche zugehörigen Konfigurationsdateien. Der Unterschied zu vorher, jetzt habe ich von uninstalled, vorher war es removed, aber die Konfiguration war noch hier. So, unser Beispiel, das ich hier gezeigt habe, habe ich hier abgelegt. Wir müssen eine kleine Änderung machen, also hier habe ich eine kleine Änderung. Im Beispiel habe ich das für einen bestimmten Knoten eingebunden, hier lokal führe ich einfach global Include Hosting aus, dann macht er das auf jeden Fall. Das kann ich auch mit Klassen machen, die ich einfach für jeden Server haben möchte. Einfach so reinschreiben, das reicht. Dann benutzen wir das mal. Ups. Ah, das war ein Dash von mir, das geht so nicht. Wenn ich die Konfiguration an, in dem Fall ist auch nichts passiert, denn es ist alles schon drauf. Ich könnte jetzt aber meine Apache stoppen. Und führe das nochmals aus. Changed from stopping to running. Und der Apache läuft wieder. Also, wir haben gesehen, auch wenn ich Änderungen in der Zwischenzeit im System mache. Babbit kümmert sich nicht darum, eine Konfiguration drauf zu kopieren, ein Paket zu installieren, eine Aktion auszuführen, sondern in definieren einen bestimmten Zustand. Und Babbit, beziehungsweise der Agent auf dem jeweiligen Rechner, kümmert sich darum, das dann in diesen Zustand zu bringen. So, um jetzt eine vollständige Babbit-Umgebung zu erhalten, fehlt mir noch ein bisschen was. Und zwar erstens, ich muss mir eine zentrale Konfigurationsdatei anlegen, eine Babbit.conf. Ihr habt da normalerweise einen Abschnitt Main mit ein paar Pfadangaben. Ich könnte noch einen Abschnitt Master haben oder eventuell auch einen Abschnitt für den Agent, um speziellere Einstellungen zu machen. Was sollen zum Beispiel mir ein Client reporten und so weiter. Es kann sein, dass ich noch Distributionsspezifisches anpassen muss, zum Beispiel damit das Ding auf Debian oder Ubuntu startet. Muss ich in der etc defaults Babbit das noch erlauben. Und dann benötige ich noch ein zentrales Manifest, das normalerweise unter etc Babbit Manifest site.pp liegt. Ich habe jetzt zwar keine Server laufen, aber eine Beispielkonfig. So könnte sowas aussehen. Ich habe Logverzeichnis, SSL und so weiter. Ich habe das Verzeichnis, wo sich meine Facts befinden, meine Templates, zu dem kommen wir noch, und musste normalerweise nichts dran ändern. Hier unten habe ich, das was interessant ist, noch so Reports für ein bestimmtes Dashboard und so weiter. Erwähne ich nachher kurz. Also mehr Konfigurationsdatei gibt es eigentlich nicht, der ganze Rest liegt in den Manifests. Noch ein Problem, das wir haben jetzt einen Master, wir haben einen Client, wie lernen die sich kennen? Vielleicht als Info vorab noch, Babbit kümmert sich nicht um das eigentliche Bare-Metal-Deployment von dem Rechner. Für sowas habe ich Fi, Kickstart, irgendwas. Und erst wenn das Basissystem läuft und dieses Babbit-Paket drauf habe, dann kann Babbit loslegen. Ja, das bis dahin, für das interessiert sich Babbit selbst nicht wirklich. Wenn der Client dann läuft, Babbit startet dort, dann begibt er sich auf der Suche nach dem Master. Wenn ich nichts anderes konfiguriert habe, sucht er in meiner Domäne nach dem Server mit dem Namen Babbit und verbindet sich mit dem. Der Master akzeptiert den noch nicht, aber ich sehe auf dem Master, dass mit Babbit Cert sehe ich, dass in der Liste der wartenden Clients dieser Client 1 liegt und ich kann den dann einfach diese Zertifikatsanfrage dieses Clients signieren. Und von da an können die beiden miteinander sprechen. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte vorher, ich möchte irgendein kleines Skript machen, bloß zum Schauen, ob das mal funktioniert überhaupt. Dann wird sowas ausreichen, eine einfache site.pp mit einer Notice. Notice ist eine einfache Anweisung, die solche Notices, wie wir vorhin schon gesehen haben, einfach dort generiert, wo ich die haben möchte. Und
ich gebe irgendwas raus und ich sehe in meinem Master, im Syslog, wenn ich die Meldung sehe von Client X, dann sehe ich, der hat das Ding wirklich ausgeführt. Also beim ersten Versuch, beim Loslegen, einfach mal so eine Notiz reinschreiben und schauen, ob das ankommt. Sobald das da ist, kann man loslegen, Manifest anpassen und läuft alles. Ganz, ganz wichtig zu dem Ganzen, die Namensauflösung muss wirklich korrekt sein. Also entweder saubere DNS-Einträge, vorwärts, rückwärts für alles und sonst manuell wirklich korrekt nach Handbuch die ETC-Host pflegen, ist auch nicht ganz ohne. Aber ich würde wirklich empfehlen, DNS korrekt aufsetzen, dann hat man mit Puppet richtig Spaß. Sonst wird man recht viel Zeit investieren, Probleme zu untersuchen, die bloß mit der Namensauflösung zusammenhängen, weil sich der mit einem Namen meldet, der nicht zum Zertifikat passt oder der Server nicht richtig aussieht und so weiter. Ich hab's euch gesagt. Noch ein paar wichtige Begriffe. Katalog nennt sich in der Puppet-Welt die Gesamtheit sämtlicher Ressourcen, Dateien, Eigenschaften, die ich für irgendein bestimmtes System generiert habe. Klassen, haben wir gesehen, sind Behälter für Ressourcen, was wir uns heute nicht anschauen werden, also es bleibt Zeit übrig. Definitionen, also ich könnte auf Anwendungsebene, sprich mit meiner Deklarationssprache, auch eigene Ressourcetypen definieren. Die anderen Typen, die wir gesehen haben, User, Package und so weiter, sind native Typen. Und ich kann mir mit Rabi eigene Typen erstellen, die nennt man dann eigentlich Plugins. Kann ich wieder per Puppet verteilen. Und ich könnte auch auf Anwendungsebene so mehrfach verwendbare Typen definieren. Eine Klasse binde ich einmal ein für einen bestimmten Rechner, das wird ausgeführt und fertig. Ich könnte bestimmte Aktionen triggern oder bestimmte neue Typen, die dann mehrmals in den Klassen dann einbinden kann zum Beispiel. Module haben wir vorhin gesehen. So zu den Best Practices. Mittlerweile gehört wirklich alles in Module zu packen, dass es noch richtig schön gekapselt ist. Und ich habe Templates. Templates sind RB-Template-Dateien. Ich kann einfach drin mit, da habe ich zum Beispiel kleiner als Prozentzeichen, irgendwas ausgeben. Zum Beispiel, ich möchte eine Apache-Config und möchte in den Virtual Host in der Definition dann den Hostnamen dieses Servers eintragen. Und dabei auf einen Effekt zugreifen. Denn den Hostname kennt der Server selber. Oder ich habe irgendein Array mit Daten und lasse abhängig von dem dann jedes Mal eine bestimmte Zeile generieren. Variablen haben wir auch gesehen. Was wichtig ist zu den Variablen, ich kann Variablen in einem Kontext bloß einmal setzen und nicht mehr ändern. Ich könnte, wenn ich eine Klasse irgendwo einbinde, um sie zu erweitern, so was ist auch möglich, dann dort einen neuen Wert für eine bestimmte Variable setzen. Ich kann aber nicht innerhalb von der Klasse mein HTTP-Package, das ich hier gesetzt habe, nachher nur auf was anderes setzen. Denn es gibt hier eigentlich keine Reihenfolge. Ihr habt die Möglichkeit, Abhängigkeiten zu definieren. Ich könnte sagen, meinen User lege ich erst an, nachdem ich das Home-Verzeichnis gemacht habe. Oder andersrum, ich kopiere, ich muss einen SSH-Key verteilen. Ich möchte das auf sämtlichen Servern die SSH-Keys von den jeweiligen Usern legen. Allerdings habe ich für diese File-Anweisung, die testen wir noch kurz, eine Abhängigkeit und diese darf erst dann passieren, wenn der entsprechende User erstellt worden ist. Sonst hat Puppet ein Problem, denn wenn er das vorher macht, will er eine Datei anlegen, der Ordner existiert nicht und alles bricht ab. Beim nächsten Durchlauf könnte es vielleicht funktionieren, weil er nachher den User gemacht hat, aber im Grunde ist bloß wichtig zu wissen, ich habe hier keine Reihenfolge. Und das wird nicht von oben nach unten gelesen. Ich habe hier drin eine Definition eines Zustands und das Ding soll so aussehen. Und deshalb habe ich ja nicht die Möglichkeit, eine Variable zweimal zu setzen, denn das kann nicht vorher oder nachher passieren. Das ist aber bestimmt, die Variablen sind unveränderlich. Ganz kurz vielleicht noch ein Beispiel. So, ihr könnt File, wir haben den Ressource-Typ File haben wir noch nicht gesehen und jetzt möchte ich, ups, das habe ich ja gelöscht, DMP Hello ups, World
das würde jetzt bloß ein leeres Pfeil erstellen, was normalerweise nicht sehr hilfreich ist. Ich könnte meinem Puppet sagen, besorg dir ein gewisses Pfeil von einem File-Server und kann dann wirklich schön dort für jedes Modul seine eigene Files pflegen und so weiter. Das würde zu sehr ins Detail gehen, denke ich, für eine Kickstart-Einführung, aber auf den Wiki-Seiten bei Puppet ist es wunderbar beschrieben. Die Alternative, die ihr auch hättet, ihr könnt direkt für einen File den Inhalt mitgeben. Also ich sage Content. Ja, ihr könnt angeben den Mode, den ein File haben soll. Ups. Mist, vertippt. Das hängt kurz. Okay, mein Pfeil funktioniert, danke. Die bauen wir das im Editor kurz. So. Puppet erstellt sich für Files eine MD5-Summe des Inhalts und prüft auch regelmäßig, ob die sich geändert haben. Das bedeutet, jedes Mal in jedem Durchgang vergleicht er sämtliche Files, die er für einen bestimmten Rechner haben möchte. Und wenn die aus einem Template generiert, dann generiert er auch wirklich das neue File und vergleicht, ob das zum Inhalt des Files passt, das ich auf dem Client habe. Nur wenn die verschieden sind, wird das File geändert. Und die können wir dann auch wieder Trigger bauen, die abhängig von der Änderung von dem File. Also ich habe die Funktionen Subscribe oder Notify, ihr könnt eine andere Ressource beobachten lassen von einer weiteren Ressource und könnt dann sagen, wenn ich die Konfiguration des Apache geändert habe, sollte er das Ding neu starten. Sprich, wenn meine Konfiguration irgendein Template ist, das mit dynamischen Daten arbeitet, dann kann sich das irgendwann ändern. Ihr könnt mal so nette Dinge machen, wie aus der Konfiguration sämtliche Hosts, die ich von den Clients wieder einsammeln kann, für mein Nagios oder Singer Monitoring System eine Konfiguration erstellen zu lassen. Ich möchte jetzt aber nicht bei jedem Puppet-Durchlauf meinen Monitoring-Server neu starten und neu laden lassen, sondern ich schreibe dem einfach eine neue Konfiguration und Puppet kümmert sich selber darum, dass, wenn sich das File geändert hat, ich kann das gar nicht beeinflussen, weil ich habe auf irgendeinem Host was Neues, das hat eine Auswirkung auf mein Monitoring-System. Plötzlich ändert sich diese Konfiguration, er sieht es und triggert automatisch genau in dem Moment den Reload des Monitoring-Systems. Wenn ich jetzt das File ändere, habe ich beim nächsten Durchlauf sehe, er hat wieder was gemacht. Wenn ich dieses File so bestehen lasse, dann habe ich keine Notiz, es ist nichts passiert. Das File ist immer nur dasselbe. Ihr könnt da die Rechte ändern. Und ich sehe, er hat Change Mode from 66 to 640. Also Puppet kümmert sich immer darum, dass der Zustand wirklich wieder dorthin zurückkommt, wo ich das Ding gehabt habe. Zum Serverbetrieb vielleicht noch was. Also out of the box läuft Puppet mit Webbrick. Das ist ein Ruby Webserver. Das will man im Live-Betrieb wirklich nicht haben. Also auch schon, wenn ich schon bloß 20 Server oder so habe, könnte das ein ziemliches Performance-Problem werden. Es gäbe noch die Möglichkeit, das mit Mongrel zu betreiben oder viel besser Passenger oder Modrel nennt sich das auch. Das ist ein Apache-Modul. Es gibt im Idealfall fertige Pakete aus der Distro sogar dazu. Meine Ubuntu hatte ich zum Beispiel, ich bin mir bei Debian Squeeze nicht ganz sicher. Und es gibt auch komplett neue Ansätze, wie zum Beispiel M-Collective, wer den Vortrag vorher gesehen hat. Ich finde das Konzept richtig schön und da muss ich einfach diese andere Schicht darum, die ganze Verteilung zu übernehmen. Wichtig bloß, dass man das mal gehört hat, sonst läuft man wirklich in der Sackgasse. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat
durch die ganzen Probleme, die er da gehabt hat, teilweise erst bei Grundjob, Babbe gestartet und hoch und runter gefahren, sowas will man eigentlich gar nicht, und hat das irgendwann so gemacht, dass er bloß noch übers Monitoring-System mit einem passiv ausgeführten Check per Klick dann auf dem Rechner Babbe gestartet hat, um einen Durchlauf zu machen und das Ding wieder runterzufahren. Also Babbitt funktioniert schon, funktioniert richtig gut. Man muss notfalls ein bisschen sich Zeit nehmen, das Ding zu tunen, aber da findet man entsprechend Dokumentation dazu. Web-Oberflächen, ich habe jetzt bloß mal zwei Screenshots vom Babbitt Dashboard draufgelegt. Ich habe gesehen, von Foreman, das ist ein anderes Produkt, gibt es mittlerweile eine neue Version. Foreman hat sich ein bisschen mehr vorgenommen, da möchte ich ja Gedanken machen, wirklich um das ganze Bare Metal Deployment. Also ich habe das selber noch nie benutzt, aber Foreman will wirklich vom DFTP-Server bis alles, was ich benötige, bis zum Server wirklich läuft, durchgehend bis zum Puppet, alles steuern können. Klingt richtig gut, aber wie gesagt, bloß ich habe das selber nie benutzt. Und Puppet Dashboard ist die eine Alternative, eine andere Oberfläche, die kommt direkt von Puppet Labs. Ich sehe dort in Reports, ich sehe, wann was gelaufen ist, sehr wichtiger, ich sehe, wie lange das gedauert hat, eine Konfiguration zu holen und wie lange es gedauert hat, dann irgendeine Konfiguration anzuwenden. Wenn irgendwas ewig dauert oder alles ausbremst oder ein Rechner zu lange gedauert hat, zu lange weg war, weil der gerade irgendwas gemacht hat, neu gestartet, irgendwas hängen geblieben ist, dann fällt mir das hier auf. Also ich finde die Statistiken recht nützlich, und wie wir vorhin gesehen haben, aber das behandelt wahrscheinlich der Vortrag nach mir dann im Detail. Ich könnte für den Master dann definieren, wer Reports erhält, und bei den Clients kann ich einstellen, dass die reporten sollen und was die mitschicken sollen und so weiter. So, ich war jetzt zu schnell, ich habe eher Angst gehabt, ich brauche zu lange Zeit. Vielen Dank mal bis hierher. Und wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne. Bitte. Eine Frage. Eine Frage bezüglich Konfliktauflösung. Wenn ich jetzt in den Recipes an irgendeiner Stelle sage, ensure, dass eine Datei existiert, und vielleicht in einem anderen Modul oder include oder wie sich das nennt, sage, ensure, dass die Datei nicht existiert. Erkennt Puppet sowas, oder muss ich explizit sagen, dass dieser Widerspruch aufgelöst werden muss? Wir haben vorher gesehen, jede Ressource hat einen bestimmten Namen und einen Identifier, und bei einer Datei ist das dann der eigentliche Dateiname, der volle Pfad zu der Datei. Und die kann ich nicht doppelt definieren. Das würde Puppet erkennen. Das nimmt er nicht an. Okay, dann ein schwierigerer Fall. Ich möchte jetzt einmal ensuren, dass das Screen-Paket installiert ist und dass irgendwie ein Screen-Spezialversion installiert ist, aber erst das Paketmanagement hat einen Konflikt. Also das heißt, dass würde ich, denke ich, erstmal Puppet sagt, okay, ich muss sehen, dass beide Pakete installiert sind, aber das Paketmanager sagt, nee, wenn du das eine Paket installieren willst, dann deinstalliere ich dir das andere, was eben eigentlich auch installiert werden soll. Kann Puppet sowas auflösen, oder muss ich das dann selber, diesen Konflikt, der im Paketmanagement ja schon definiert ist, muss ich den in Puppet praktisch auch nochmal definieren? Ich versuche das mal nachzustellen. Puppet merkt auf jeden Fall, dass die Aktion des Paketmanagements fehlgeschlagen ist. Also der versteht nicht die volle... Bitte? Wenn ich sage, ensure, dass das Screen-Paket installiert ist, dann kriegt er zurück, ja, ich habe das Screen-Paket installiert, aber ich habe, sagen wir, Paket BD installiert. Und in einem anderen Recipe steht, ensure, dass Paket B installiert ist, was ja auch wieder klappt, aber wenn er das Paket B installiert, deinstalliert er durch das Paketmanagement dann das Screen-Paket. Richtig, das macht er eiskalt. Also Puppet geht dann wirklich vor, installiert, je nachdem in welcher Reihenfolge er das gerade macht, das kann er nicht beeinflussen, er stellt sicher, dass Screen installiert wird. Screen wirft im Hintergrund ein anderes Paket raus, das macht er ganz sicher. Okay. Also ich habe nicht die Möglichkeit, das zu verhindern. Da ist Puppet wirklich brutal. Deshalb möchte ich natürlich in großen Umgebungen Testsysteme wirklich auszuprobieren, was da passiert und so weiter.
Mir ist beispielsweise passiert, ich habe Apache installiert und BHP, der Name des BHP-Pakets war aber falsch. Dann hat er meinen bestehenden Apache, der auf dem System sogar schon drauf war, mit BHP runtergeworfen, denn der Standard Apache hat einen anderen Worker, hat den rauf installiert und hat nachher festgestellt, BHP nennt sich nicht so, ist ein Fehler, bleibt hängen. Denn das heißt, ich kann es dadurch erkennen, wenn ich noch einen erneuten Puppet-Lauf mache, wo ja eigentlich alles schon fertig sein müsste, dass ich sehe, er installiert das Paket schon wieder. Also denn das, obwohl ich mehrfach Puppet aufrufe, er immer noch eine Aktion macht, wo ich eigentlich sagen muss, naja, eigentlich müsste er fertig sein und sagen, es ist nichts mehr zu tun. Kann ich es daran erkennen? Richtig. Also in meinem Beispiel hätte ich es bemerkt, weil das mit dem BHP hat einen Fehler generiert, das sehe in den Reports und so weiter. In Ihrem Beispiel würde er wirklich Ping-Pong spielen, endlos, bis man irgendwann auffällt, da macht das in den Statistiken, würde ich wahrscheinlich bemerken, auf dem Rechner passiert viel zu viel oder auf allen, weil er jedes Mal eine Änderung machen muss. Aber das würde wirklich, das zieht er durch, das macht er. Ich kann vielleicht kurz zeigen, wie so ein Fehler dann aussieht. Oder machen wir falsch. Auch noch falschen Paketnamen. Ups. Der führt es jetzt aus. Puppet weiß gar nicht, dass das Paket nicht existiert. Bemüht jetzt im Hintergrund mein Paketmanagementsystem und ich sehe hier eine Notice, die kommt, oder ein Fehler, ein Error, der kommt im Log auf dem Server ebenfalls an und ich sehe, er hat das Paket mit dem Namen X. Also mit den Bezeichnungen erkennt er Überschneidungen. Ich kann das nicht zweimal definieren, das Paket. Dasselbe gilt für die Files. Aber er will das von Birch, also das Ding war gar nicht da, auf Present setzen. Das schlägt aber fehl. Ich sehe sogar, was ausführt. In dem Fall apt-get, quit, quiet und so weiter. Er setzt auch die noch Zusatzoptionen, installiert das Paket und das schlägt dann fehl. Wenn ich Puppet mit Verbose laufen lasse, ja, eigentlich richtig wäre so, resource Verbose. Gut, das sehen wir in dem Fall gleich viel. Okay, nichts mehr. Ich sehe in dem Beispiel, das ich gehabt habe mit dem Apache, da hat er wirklich, da sieht man auch, was er gemacht hat. Ich sehe, er hat ein Paket hinzuinstalliert, ein anderes dafür rausgeworfen, das wird man hier schon sehen. In dem Fall kann er es bloß nicht, weil er nichts findet und fertig. Wir können. Suchen wir es mit dem Apache. Versuchen wir es. Andersrum, ich glaube, das geht bloß, wenn das wirklich gleichzeitig macht. Das machen wir so. Bei dem einen. Danke. Nee, ich wollte eigentlich, dass er das zweite fehlschlägt, aber den ersten runterwirft. Egal, werfen wir mal. Das Lip Apache 2. What's?
Die beiden müssten eigentlich einen Konflikt ergeben. Die können nicht miteinander. Und wenn ich es so ausführe, dann wird er wahrscheinlich nur einen Fehler melden. Und wenn ich die getrennt habe, dann müssen wir das Ping-Pong haben. Nee. Ne, BHB fehlt komplett. Unabhängig von dem, was rauskommt, muss man natürlich wirklich über sowas Gedanken machen. Ja. Ich darf einfach nicht irgendwelche Zustände definieren, die auf dem System nicht existieren können. Aber es kann natürlich passieren. Also es kann mir wirklich passieren, dass der in dem Fall Ping-Pong spielt und ein Paket runter, ein Paket rauf und so weiter. Jetzt hat er das bei HB5-Paket installiert. Ich habe das jetzt drauf. Und wenn ich das nochmals ausführe, dann werden wir wahrscheinlich wieder den Apache austauschen. In der Zwischenzeit, sonst noch Fragen? Bitte? Kann ich irgendwas mit dieser Versionsnummer anfangen? Ist das irgendeine Nummer, die er da immer generiert? Kann ich da irgendwo nachlesen? Also ist das. Das ist ein Timestamp. Achso, das ist ein Timestamp. Aber ich sehe natürlich in den Logs dann, wann er welche Version wo rausgespielt hat und was ich wann gehabt habe. Die. Ich sehe es hier also wirklich wie vorher. Ja, er hat mal das PHP-Modul draufgeschmissen, jetzt wieder den Worker. Der schmeißt im Hintergrund das andere Paket raus. Und wenn ich es jetzt wieder mache, ich sehe es leider anscheinend nicht im Log. Ich glaube, das sehe ich als not is. Und jetzt wird er wieder. Also, ich rufe immer bloß dasselbe Manifest auf. Und im wahren Leben läuft ja der Client, der sich regelmäßig, normalerweise im Halbstundentakt, vom Master das sein Paket besorgt, führt es aus, wendet es an und beim nächsten Durchlauf geht es wieder runter. Also so würde ich wirklich im Halbstundentakt mein BHB kaputt machen. Ja, obwohl ich eigentlich alles richtig definiert habe, bloß ich habe den falschen Worker im Apache angegeben und der unter Debian läuft nicht mehr mit BHB aus Threading-Gründen und so weiter und wirft das andere runter. Also das war genau der Effekt, den wir in der Frage hatten. Bitte? Im Endeffekt wäre es jetzt nicht schlecht. Also ich denke, vom Prinzip ist es ja eigentlich. Also ich denke, vom Prinzip ist es eigentlich ja in Ordnung. Er prüft am Anfang des Laufs, welche Pakete fehlen, hat eine Liste, die er nachinstallieren muss und installiert sie danach letzten Endes. Nicht schlecht wäre es aber, wenn Puppet am Ende dann prüfen würde, ob das Ergebnis das ist, was man eigentlich erreichen wollte. Also sprich, sind jetzt alle Pakete da? Weil dann würde er feststellen, dass trotz dem das APT gesagt hat, ich habe alles erfolgreich gemacht, dass eigentlich das nicht das Ergebnis ist, was ich haben möchte. Also man müsste es nochmal abprüfen am Ende und sagen, okay, nee, Ergebnis nicht erreicht. Aber ich denke, mit selber aufpassen geht es auch. Das klingt sehr vernünftig. Das wäre, wenn es noch nicht gibt, ein Feature-Request wert, auf jeden Fall. Danke. Noch wer? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es in dem Sinne keinen Push-Mechanismus. Der Client verbindet sich immer mit dem Server. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Mein Monitoring-System erkennt einen Fehler im Apache. Erstlösung wäre, es wird durchgestartet automatisiert. Wie kann ich das erreichen mit Puppet, dass es zeitnah durchgestartet wird? Das Monitoring-System kann nur auf den Puppet Master schreiben, er kann nicht den Client erreichen. Entschuldigung, nochmals bitte. Also. Ich habe ein Monitoring-System, das erkennt, ein Apache hat einen Fehler, Erstlösung soll sein, durchstarten. Das Monitoring-System kann nur auf den Puppet Master irgendetwas machen. Es kann eine Config schreiben, ein Rezept, was auch immer. Wie kann ich erreichen, dass zeitnah der Apache von dem Client durchgestartet wird? Gar nichts. Also das ist nicht Aufgabe von Puppet. Ich kann Puppet nicht beauftragen, eine bestimmte Aktion durchzuführen. Also ich kann nicht irgendwie antriggern oder irgendwas. Also eine Idee wäre vielleicht, der Puppet ranzuführen, weil wenn der Puppet ranläuft,
Also der Puppet Run, da kann man ja im Endeffekt sagen, lauf mal für den Client. Und wenn der Service letzten Endes also als aktiv drin steht, im Manifest würde er das prüfen und würde auch dementsprechend den Service dann wieder starten. Das würde er schon machen. Also man das kann macht er. Bloß wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wäre die Anforderung, Monitoring-System erkennt, ich habe hier ein Problem und Monitoring-System beauftragt Puppet, in dem Moment einen Restart von dem Apache zu machen. Der könnte ja vielleicht schon laufen, bloß läuft er nicht richtig. Ja, aber sowas kann Puppet nicht. Für sowas ist Puppet nicht gedacht. Ja, ja, also ich denke, in dem Fall würde es schon gehen. Also ein einfacher Puppet Run würde den Zustand meiner Meinung nach wahrscheinlich wiederherstellen. Richtig, es könnte ja andere Gründe haben, dass ein Apache hängt. Ihr habt zu viele Prozesse, die den blockieren. Ich möchte einfach mal einen Restart machen, weil der zu viel RAM frisst und deshalb hängt er eigentlich. Monitoring-System erkennt, er kann den HTTP gar nicht mehr erreichen, weil er keine freie Slot mehr erhält. Und dann wäre die Anforderung gewesen, okay, Monitoring triggert einen Restart. Ja, also dieses Konfigurationsmanagement ist nicht dazu gedacht, irgendwelche Aktionen auszuführen. Ich kann mir auf jeden Fall mit exec eigene Befehle ausführen und so weiter, das funktioniert. Ja. Aber ich kann das und will das auch nicht zeitgesteuert machen, das geht nicht, das ist nicht vorgesehen. Puppet bringt eine Konfiguration, ein System in einen definierten Zustand. Ich nehme jetzt meinen ganzen Mut zusammen und wollte mal wissen, wie sieht das mit Windows-Maschinen aus? Ich muss die Frage stellen, wir haben so viele Dinger davon. Ich habe mich mit der Frage noch nicht auseinandergesetzt. Vielleicht der Kollege im nächsten Vortrag weiß dazu mehr. Aktuell gibt es nichts. Okay, alles klar. Wie schaut es mit Master Slave aus? Gibt es da schon Sachen? Weil wir haben eben das Problem, dass wir mehrere gekapselte Netze haben, wo wir vom Puppet Master aus dem Netz heraus wahrscheinlich nicht erreichen, nur über einen eigenen Slave, über einen Proxy. Ich muss eigentlich bloß meine Manifests auch dort auf den anderen Server bringen, das reicht. Also ich muss irgendwie den Ordner synchronisieren. Angenommen, ich hätte sogar ein Versionskontrollsystem, dann könnte ich einen Checkout auf beide Rechner machen, das würde reichen. Wir haben zwei getrennten Netzen, überall die ganze Definition liegen. Okay. Das wäre das Einfachste, denke ich. Oh. Gut dann. Dankeschön. Ja, danke auch. Ich habe noch eine Ansage zu machen. Es haben anscheinend noch nicht alle ausgecheckt. Also da wäre jetzt nochmal die Gelegenheit, wenn man das Zimmer noch nicht geräumt hat, dass man das jetzt bitte noch macht. Dankeschön.